Ja, schön, dass ihr dabei seid bei einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Und ich würde sagen, wir machen direkt einfach mal weiter. So, eigentlich nochmal mit den Quatschen. Lord Gok, was unternehmen wir gegen die Helmdiebe? Ich fürchte, wir müssen sie aufhalten. Finden Sie ihr Lager und setzen Sie ihrem Treiben ein Ende. Wenn wir den Helm nicht vor Rookwood bekommen, haben wir nicht einmal mehr den Hauch einer Chance, uns mit Renrock gutzustellen. Okay, dann wollen wir mal den Helm besorgen. Wir müssen ein ganzes Stück in die Richtung. Ich würde sagen, wir fliegen. Wo haben wir denn unseren schönen Besen hier? Revelio. Ach, da unten waren schon wieder Spinnen. Oh, hier ist ja richtig was los. Ein Moment mal eben hier. Müssen wir mal einen Platz suchen, wo wir einigermaßen sind sicher sie, landen können. die Erschwinderinnen. Bleibt doch mal stehen, bremsen. Mit B war das, glaube ich, ne? Ja. So, das können wir eigentlich so lassen, ne? Okay. Jetzt war nicht voll, greift uns jetzt auch an. Ich habe ihn extra in Ruhe gelassen, du kleiner Hundesohn doch. Oh, da hat er uns erwischt, da war ich zu langsam. Ach, drück mal Y. So, jetzt aber. Bam, in die Fresse rein. Die Rotznase, die Treadwell gerettet hat. Was hast du getan? Expulso! 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 War der jetzt Schwinderin dabei, hab gleich mitgekriegt. So in den Kampf vertieft, weil ich darauf geachtet habe, was für Gegner wir hier haben. Na gut. Waren das wirklich schon alle? Anscheinend. Ich dachte, das wären mehr gewesen. Revelio. Ich hier alles? Jawohl. Fische. Wie gesagt, hier war keiner mehr, ne? Nee. So. Das ist es. Oh, war ja klar, dass noch was kommt. Ein Lamm auf der Schlachtbank. Das war noch gar nichts. Kurzen Prozess machen wir mit euch hier. Oh, noch einer hier Niemand ohne hat glauben, Fahrschein. Dass ich ganz allein eine Erschwinderin besiegt habe. Revelio. Bevor wir den Helm aber zurückgeben, schauen wir uns eben nochmal hier um. Da ist doch noch so eine kleine Insel. Da habe ich doch gesehen, da war doch auch was drauf, ne? Ja, ich glaube, hier ist auch eine. Ja, genau, da oben ist auch eine Prüfung Merlins. Wollen wir mal gucken, ob wir die gelöst kriegen. Wenn wir schon mal hier sind.
Nehmen wir das doch direkt mit. So. Ich glaube, da müssen wir mit dem Besen hoch, sonst geht halt nichts. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Okay. Was müssen wir denn hier machen? Also hier sind Symbole auf der Säule, so wie ich das sehe. Und oben auf den Steine sind auch Symbole. Aber es sind alles unterschiedliche Symbole, ne? Ist jetzt nicht irgendwie, dass hier irgendwie ein Symbol gleich ist. Haben wir den Baum irgendwo? Nee, ne? Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Wingardium Leviosa. Hier, wir können ihn anheben. Warte mal, aber irgendwie konnte man den auch, glaube ich, auch drehen, ne? Könnte man ihn nicht mit dem Viosa-Dingsbums hier drehen? Mal eben in eine Steuerung gucken. Ich meine, man konnte doch mit dem Viosa-Dingsbums hier... Ach, komm jetzt nicht auf den Namen von dem Zauberspruch. Gibt's doch gar nicht. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Steuerung. Ne? Eine Tastatursteuerung. Das hier. Nee. Ach da, Maus. So. Reittiere, Zauber, Sprüche und Aktion. Ein Revelio anvisieren. Nee. Warte, das ist Zugriff auf Menüs. Ich meine, ich hätte hier irgendwas gelesen. Da. Wingardium Leviosa, genau, der war das. Nach oben bewegen, nach unten bewegen. Näher ran, weiter weg. Ah, und mit den Pfeiltasten können wir den nach links und rechts drehen. Vermute man nicht, dass wir das brauchen werden. So, also versuchen wir es nochmal. Anheben. Wingardium Leviosa. So, mit den Pfeiltasten. Nee, lässt sich nicht drehen, ne? Also ich drücke jetzt die Pfeiltasten. Man sieht auch, er will sich so ein bisschen bewegen, nach links und rechts, das geht aber nicht. Ja, unsichtbar machen ist Quatsch. Licht, denke ich mal, ist auch Quatsch. Lumos. Quatsch. Hä? Oh. Ne? Contringo. Incendio. Also. Habe ich den jetzt gedreht? Wartet mal. Wartet mal. Ich habe eine Idee. So. Da klappt es ja damit. Okay. Das sieht doch gut aus. Ich glaube, wir haben es. So, hier unten war doch, glaube ich, irgendwo noch einer, ne? Angst davor, zurückzuschlagen? Das muss ich Sebastian erzählen. Ja, guck, da ist auch noch einer, da hätten wir sowieso hingemusst. Also hätten wir die sowieso bekämpfen müssen. So, dann wollen wir den auch noch mal eben flippen. So, wahrscheinlich genau dasselbe hier, ne?
Jetzt müssten wir den noch eigentlich hier noch irgendwie rumdrehen, ne? Geht das denn jetzt? Na komm, dreh dich doch! Das wäre so einfach, wenn du dich jetzt hättest lässt drehen können hier. Was? Ah. Okay. Können die. Ja, aber das nützt mir nichts. Weil ich den nicht nach hier gedreht kriege. Wir schauen uns noch mal eben den hier hinten an, wie es da aussieht. Ich weiß auch noch gar nicht, ob das wirklich so richtig ist mit den Symbolen. Revelio. Ist noch was hier auf der Insel? Nee. So. Schön wäre es, wenn ich kann ihn aber immer nur um diese eine Achse hier drehen, ne? Was ist jetzt passiert? Ah, guck mal hier. Ah, ich verstehe. Wir müssen einfach nur die gleichen Symbole übereinander bringen. Das heißt. Wartet mal. Revelio. Nein. Incendio. So. Jetzt gehe ich auf die Seite. Revelio. Lependo. Da ist die Waage, ne? Das heißt, wir müssen hier die Waage noch einmal nach. Jetzt ist sie oben, die Waage, ne? Müsste die auf der Seite sein. Ja, wenn ich jetzt nochmal drücke. Ist sie wieder oben? Revelio. Incendio. Okay. Müsste ja hier gleich irgendwann auftauchen. Die Waage. So, auf Waage sei schon Hafe. Ja, das ist so, warte mal. Bringt er jetzt nach oben oder nach unten? Nach oben, so. Das heißt, wir drehen jetzt hier so lange. Okay, das stimmt. Das stimmt aber noch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt hier so lange flippen, bis das passt. So, haben wir das auch gelöst, ja? Das war ja jetzt, was wir hier oben auch noch machen müssen. Und das stimmt schon mal, ne? Das heißt, wir brauchen eigentlich nur in diese Richtung jetzt flippen, bis die Harfe da ist. So, und das müsste es doch dann auch gewesen sein. Jawohl. Ja. Ganz einfach, wenn man weiß, wie es geht. Haben wir das auch gelöst? Wunderbar, wunderbar. So, jetzt geben wir den Helm zurück.
glaube, da konnte man aber Schnellreise hin machen, ne? Da war ein Schnellreisepunkt. Ja. Ob es sicher ist, da reinzugehen? Ja, ist es. Wir haben es ja schon geklärt. So, dann nehmen wir mal den Helm ab. Die Erschwinderinnen sind den Helm los. Sehr gut. Das wird Renrock sicher beeindrucken. Der Helm strahlt noch viel heller, als ich geahnt hatte. Die Gravur, die Konturen des Profils. Unglaublich. Es ist doch nur ein Helm. Für mich sieht er aus wie ein normaler Helm. Pah, sie sehen nur, was er ist, aber nicht, was er bedeutet. Für die meisten Kobolde ist es mehr als bloß ein Helm. Dass sie den Helm zurückgeholt haben, ist ein Glück für die Diebe. So mancher Kobold hätte dafür getötet. Dann bin ich ja froh, ihn los zu sein. Danke. Damit gewinne ich Renrocks Vertrauen. Ich gehe gleich zu ihm. Das wird ihn von seiner Suche ablenken. Seiner Suche? Es ist nur so eine Ahnung. Sie haben mich tief beeindruckt. Ich bin froh, ihnen vertraut zu haben. Wir reden bald wieder. Erstmal sollten wir unsere Vereinbarung für uns behalten. Viele werden nicht glauben, dass wir ähnliche Ziele verfolgen. Okay. Auftrag abgeschlossen. Urdkott Zellen. So. Und Level 21 und Talentpunkt dazu bekommen. Spare ich mir aber noch. Ich weiß nämlich noch nicht wirklich, wo ich die überall reinpacken soll. Die Talentpunkte. Hallo. Ich frage mich, ob Sie bei Gelegenheit in den drei Besen vorbeikommen könnten. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Ja, das könnten wir eigentlich auch direkt gesagt, im Anschluss machen. Wie gesagt, meine Schwester Anne Hogwarts sehr. Sie hat sich irgendwie verändert. Denkst du an dein Versprechen, sie mit mir zu besuchen? Ich breche bald nach Feldcroft auf und freue mich darauf, dich dort zu sehen. Es liegt südlich von Hogwarts. Hoffentlich kommst du jetzt mit dem Explosionszauber zurecht. Er gehört zu meinen absoluten Favoriten. Zu meinen auch. Ich habe die gebeten, ihnen dabei zu helfen, den Raum zu nutzen, um ihre Ausbildung im Bereich Tierwesen zu vertiefen. Bitte treffen Sie ihn dann dort. Okay. Ja, ich habe schon seit einiger Zeit nichts mehr von meinem Onkel Roland gehört. Ich bin ganz außer mir vor Sorge. Können wir uns im Innenhof treffen? Können wir auch machen. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt erst zu Sirona. Und wenn wir gucken, was sie von uns möchte. Und danach machen wir dann mit Tierwesen weiter. Würde ich sagen. Okay, dann erstmal nach Hogsmeade. So, Hogsmeade hier. So, dann machen wir hier wieder Schnellreise hin. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Mhm. So, und ich glaube, wir müssen dann auch direkt, war das hier? Nee, war das? Jetzt muss ich doch echt nochmal auf der Karte gucken hier. Drei Besen. War doch richtig, ne? Der Eingang. Ah nee, doch nicht. Hier ist er. War doch ein anderer Eingang. So. Guck mal hier haben wir noch eine Quest. Ah, ich würde sagen, okay, wenn wir dann schon mal hier sind, dann machen wir jetzt die beiden Quests hier, bevor wir dann mit Tierwesen weitermachen. So, dann wollen wir erstmal gucken, was Sirona von uns möchte. Hallo Sirona, danke für die Eule. Wie geht es Ihnen? Ah, hallo. Haben Sie Lodgok gefunden? Das habe ich. Danke. Wir arbeiten sogar zusammen, um Renrock Einhalt zu gebieten. Tatsächlich? Ich hatte vermutet, dass Sie sich mit ihm verstehen. Es ist wohl besser, ich erfahre keine weiteren Details. Und ich werde Sie nicht erneut ermahnen, vorsichtig zu sein. Aber bitte seien Sie's. Ich... natürlich. Ihre Eule erwähnte, Sie brauchen Hilfe bei etwas? Das stimmt. Ich dachte, Sie wären genau die richtige Person, um meiner Freundin Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield zu helfen. Ich glaube, ich kenne Mrs. Sprottle noch nicht. Sie ist reizend. Ihr verstorbener Mann Aiden war ein Freund meines Vaters.
Ich habe bei Dot und Aiden gewohnt, wenn ich hier im Sommer als Schülerin gekellnert habe. Seit Aidens Tod habe ich sie einige Male gesehen, aber hier war zuletzt so viel los, dass ich nicht besonders aufmerksam war. Ob sie wohl bei ihr vorbeischauen könnten? Sie braucht vielleicht Hilfe beim Sammeln einiger Zutaten für den Mega-Power-Trank. Und sie könnten dabei auch etwas für mich wiederfinden. Eine Schachtel mit alten Briefen und derlei. Okay. Warum hat Mrs. Sprottle einen Mega-Power-Trank-Vorrat? Warum hat Mrs. Sprottle einen Vorrat an Mega-Power-Tränken? Dort ist eine geschickte Trankmeisterin. Sie versorgt reisende Händler mit dem Mega-Power-Trank. Eine gewöhnliche Vorsichtsmaßnahme, die leider zur Notwendigkeit wurde, seit Ranrocks Anhänger die Handelswege stören. Okay. Warum haben Sie Ihre Briefe bei den Sprottles gelassen? Warum haben Mr. und Mrs. Sprottle nach so langer Zeit ihre Briefe noch? Dort fand sie beim Ausräumen eines Schranks einige der wenigen, die ich hatte, als ich jung war. Ich weiß gar nicht, was genau in der Schachtel ist. Sicher furchtbar dramatisch. Geschichten einer jungen Hexe und ihrer Freunde. Sie dürfen ruhig hineinsehen, wenn Sie sie finden. Ich kann mir vorstellen, dass sie einige schöne Erinnerungen enthält. Könnte bei ihr vorbeischauen. Ich werde versuchen, bei ihr vorbeizuschauen. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Und Dorothy sicher auch. Aiden wollte mir die Briefe bringen, als er krank wurde. Dot weiß, wo er sie verloren haben könnte. Sie finden das Dorf nördlich von Hogsmeade. Bitte grüßen Sie Dot von mir. Ja, machen wir. Aber bevor wir losgehen, sprechen wir nochmal mit der guten Dame hier. Mit der Clementine. Oh, mal gucken, was sie von uns möchte. Entschuldigung. Haben Sie etwas gesagt? Oh, hallo. Ich rede mit mir selbst. Ich bin Clementine. Willardsee. Freut mich. Ich habe über die Schmetterlinge in der Nähe des Waldrandes nachgedacht. Immer wenn ich mich ihnen nähere, fliegen sie hinein. Als ich in Hogwarts war, war es uns wirklich verboten, den Wald zu betreten. Man erzählte schreckliche Geschichten darüber. Seitdem habe ich eine irrational starke Angst davor. Es ist albern, aber ich bin wirklich neugierig darauf, wo die Schmetterlinge im Wald hinfliegen. Kannst du das eventuell herausfinden? Ich soll den Schmetterlingen folgen? Genau, wenn es dir nichts ausmacht. Was haben Sie über den Wald gehört? Was waren das für schreckliche Geschichten über den verbotenen Wald? Du meine Güte, alles von Schülern, die auf mysteriöse Weise enthauptet werden, bis hin zu Spinnenhöhlen. Uah. Glaub mir, wenn du das mit 11 Jahren hörst, prägt sich das ein. Okay, das ist natürlich schon krass, ne, so einer 11-Jährigen zu erzählen. Wenn du in den Wald gehst, dann wirst du geköpft. Ich überlege es mir. Also gut, wenn ich Zeit finde, sehe ich einmal nach. Wie nett. Schüler haben heutzutage so viel mehr Mut, als ich jemals hatte. Normalerweise findest du mich hier in der Gegend. Bis bald, hoffe ich. Nicht vergessen, die Schmetterlinge scheinen sich immer am Rande des verbotenen Waldes aufzuhalten. Viel Glück. Ja, danke schön. So, wir schauen mal eben auf der Map nach. So. Müssen wir ja auf die Weltkarte gehen. Also, ja, guck mal, hier haben wir einen Schnellreisepunkt hin. Folge den Schmetterling und Upper Hogsmeade ist, glaube ich, hier, ne? Nee? Nee, hier ist Upper Hogsmeade, glaube ich, ne? Nee, das ist nördlich von Hogwarts. Was ist das hier oben? Warte mal. Mal eben gucken, wo das ist. Da ist Upper Hogsfield. Ja, ich würde sagen, wir machen dann erst die Schmetterling-Quest. Die sieht aus, als wenn die ziemlich schnell gehen würde. Weil die andere Quest mit der Sirona habe ich so das Gefühl, dass da noch ein paar Folgequests kommen. Von der Zeit her könnten wir halt die Schmetterlings-Quest, glaube ich, auch noch gut schaffen. So, ich würde sagen, die machen wir jetzt einfach mal. Achso, ich glaube, da konnte man noch per Schnellreise direkt hin, ne? Kommen wir nochmal eben schnell auf die Weltkarte. Ja. Machen wir das doch. So. Wieder mal auf Abenteuertour? Ja.
So, da muss man rein. 60 Meter. Ja, wie gesagt, Mats kann ich einfach nicht liegen lassen, wenn ich sie sehe. Revelio. Sind denn jetzt die Shit? Wo sind denn jetzt die Schmetterlinge geblieben? Da, direkt vor meiner Nase. Da sind sie. Sie hat sich das nicht ausgedacht. So weit, so gut. Jeder wird gekämpft. Miss Willard, sie wird ihre Antwort zu den Schmetterlingen noch bekommen. Da sind sie. So, wo wollt ihr hin? Okay. Ja, ihr wollt mich wohl veräppeln hier. Revelio. Da sind sie. Wo wollt ihr hin? Ah, eine Schatztruhe. Sieh sich das einer an. Sammlung aktualisiert, mittelgroße. Und den Rest konnte ich leider nicht mehr lesen, weil es zu schnell verschwunden ist. Können aber mal eben. Quatsch. Können ja mal eben hier reinschauen. Da müsste es drunter sein. So. Aber guck mal, wir haben hier noch so ein paar Typen aufgedeckt. Aufgedeckt. Eschwinder Henker. Das war es dann auch hier. Ne? Dann. Aber hier muss noch irgendwas sein, was wir aufgedeckt haben. Okay, den Waldroll, stimmt. Noch was? Nee. So zeigt er denn hier noch einen an? Oder ist das wieder verbuggt? Ach da, ich bin so blind, Leute. Ich bin manchmal einfach nur total blind. So. Ja, das war das, ne? Mittelgroße Bodenabdeckung. Okay. War sonst noch irgendwas Neues hier? Nein. Dann haben wir hier noch. Hinterhalt 3, erheblich erhöhter Zauberschaden, während versteckt durch Desilusinierung. Denkt sie nur solche Namen aus, ey. Kann ich einfach sagen, versteckt durch Unsichtbarkeit. Gut, so. So, dann können wir zu der Miss Millard zurückkehren. Oh, da will ich nicht hin. Gehen wir die Quest noch ab. Ja, ich würde sagen, wir gehen die Quest noch eben schnell ab. Und dann ist, glaube ich, auch schon die Zeit wieder um. So langsam. Machen wir eben Schnellreise, Hogsmeade, so. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Bitte sag, dass du eine Antwort für mich zu den Schmetterlingen hast. Ja, hab ich. Hallo, Miss Willardsey. Was ist passiert? Hast du sie gefunden? Ja, und ich wurde gut belohnt. Ja, aber leider nichts Aufregendes. Ja, ich bin ihnen in den Wald gefolgt. Aber leider gab es da nichts Besonderes zu sehen. Oh, ach so. Verstehe. Trotzdem danke, dass du es versucht hast. Das war wirklich sehr mutig von dir. Nun ja, danke. Und pass auf dich auf. Ja, mach ich. Auftrag abgeschlossen. Folge den Schmetterlingen.
Können wir nochmal mit ihr sprechen? Machen wir das nochmal eben schnell. Hallo, Sirona. Sie wollten, dass ich nach einer Freundin von Ihnen sehe, richtig? Ja, nach Dorothy Sprottle in Upper Hawksfield, nördlich von Hogsmeade. Ihr Mann Aiden ist kürzlich verstorben und sie braucht Hilfe beim Sammeln von Horklumpen. Und vielleicht finden Sie auch meine Briefe. Okay. Mal schauen, ob wir das dann beim nächsten Mal machen. Denke ja, aber wir haben ja auch schon wieder zwei Nebenquests. Die finde ich eigentlich ziemlich wichtig hier. Der Elf, der Schnappsack und der Webstuhl. Gerade der Webstuhl ist auch, glaube ich, ziemlich wichtig. Das werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall dann erstmal machen. Diese Quest hier. Ich muss das schon mal verfolgen, damit ich dran denke. Ja, liebe Leute, Zeit ist um. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.